Hallo, herzlich willkommen beim Kunstengel. Heute möchte ich den zweiten Teil mit euch machen, beim Malen mit Pastell. Schaut mal, ich habe dieses Bild für euch vorbereitet. Das machen wir heute gemeinsam. Wäre schön. Ich habe mir ein Blatt Papier geholt, Aquarellpapier, davon nehme ich die Rückseite. Dann habe ich meine Softpastellkreiden hingelegt und wir starten direkt. Ihr fangt wieder an mit dem Himmel, drei verschiedene Farben, ein dunkles Blau, ein Mittelblau und ein helles Blau. Macht es nicht zu gleichmäßig, den Himmel. Dann setzt ihr als nächstes das Mittelblau rein. Ich setze noch ein bisschen Dunkelblau zusätzlich rein. Es wird nie ein Bild so wie das andere. Das möchte ich eigentlich auch gar nicht. Das Bild, was ich am Anfang gezeigt habe, so ein ähnliches Bild machen wir heute. Jetzt das helle Blau. Kleinen kreisenden Bewegungen verreibt ihr eure Blautöne. Zuerst das Hellblau. Dann geht ihr rüber ins Mittelblau. Ich lege immer meinen Zeigefinger auf den Mittelfinger drauf, dadurch habe ich ein bisschen mehr Druck zum Malen. Das ist etwas einfacher. Das ist nur so ein Tipp nebenbei. Jetzt geht ihr mit zwei Fingern waagerecht über euren Himmel und verreibt dadurch die gesamte Kreide. Ich möchte jetzt noch ein bisschen mehr helles Blau reinsetzen. Das gefällt mir nämlich noch nicht so ganz. So. Jetzt nehme ich mir drei Grüntöne. Ich nehme ein ganz krasses Grün. Viele sagen, um Gottes Willen. Aber es wirkt auf Entfernung auf jeden Fall sehr gut. Ein helles Oliv und ein dunkles Oliv. Schauen. Ja, die gefallen mir ganz gut. So, den Hintergrund, was ziemlich weit weg ist, setze ich mit dem hellen Grün. Dann
dann das mittlere Grün. Ziehe ich noch ein Stückchen weiter runter. Und unten das dunkle Grün. Ihr habt gesehen, die Grüntöne habe ich waagerecht aufgesetzt, bis auf das untere Grün, das setze ich senkrecht auf. Ich zeige euch auch gleich warum. Jetzt, wie ihr seht, habe ich blaue Finger. Ich möchte natürlich jetzt nicht in die Wiese blau haben, deswegen mache ich das ein bisschen mit einem feuchten Tuch, ein bisschen sauber. So, jetzt müssen die Hände natürlich trocken sein, wenn ich weitermache. Jetzt wird wieder mit kleinen kreisenden Bewegungen, aber eher waagerecht, das Grün verrieben. Gehe ich über die beiden Farben mit zwei Fingern drüber und verwische die ein wenig. Jetzt nehme ich mir meinen Gummiwischer und ziehe das andere Grün mit dem Gummiwischer. Man kann natürlich auch, wenn man nicht ganz so viel Arbeit sich machen möchte, mit den Fingern erstmal ein bisschen wischen. Aber ich mache das eigentlich lieber komplett mit dem Gummiwischer, dann hat man die Struktur des Grases direkt vorhanden. Es sieht komplett vorhanden. Jetzt setze ich im vorderen Bereich noch einmal von dem Grün ein bisschen mehr drauf. So, mir ist das jetzt ein wenig zu oliv alles, deswegen setze ich ausnahmsweise noch eine weitere Farbe, noch ein weiteres Grün unten rein. Und gehe noch einmal mit dem Wischer drüber. Das Schöne ist, dass der Wischer direkt schon die einzelnen Grashalme ausarbeitet. Was halt mit dem, deswegen wird das senkrecht aufgetragen, weil wenn man das waagerecht macht, dann sieht man halt immer so ein bisschen waagerecht die Striche und das sieht ein bisschen komisch aus. Wenn man senkrecht das Gras macht und dann waagerechte Striche hat. Farben wählt ihr natürlich selber. Ihr könnt das halt so machen wie ich mit Olivtönen. Also mir gefallen Olivtöne halt super gut.
wichtig, jetzt einmal abklopfen. Auf keinen Fall pusten und ihr seht, dass direkt im unteren Bereich jetzt schon aussieht wie Gras. Jetzt sprühe ich einmal mit Haarspray einmal kurz drüber. Gar nicht dolle, nur ganz kurz. Das ist ein ganz handelsübliches Haarspray. Warte natürlich einen Moment. Kann mir in der Zwischenzeit, kann die Blautöne schon mal wegpacken und kann mir in der Zwischenzeit schon mal verschiedene Brauntöne raussuchen, mit denen ich gleich den Baum machen möchte. Ja, zwei werden reichen und ein helles Beige für die Strukturen. Ja, das reicht auch schon. So, jetzt könnt ihr euch überlegen, welche Form eines Baumes ihr nehmt. Nicht genau mittig den Baum setzen und ihr geht einfach in euer Bild rein. So, an den Ästen selber macht ihr jetzt noch ein paar kleine Äste dran, wie ihr das halt haben möchtet. Aber wir wollen ja auch ein paar Blätter gleich draufsetzen. Achtet drauf, dass die, wenn die aus dem Baum herauskommen, die Äste, dann sind die etwas dicker und zur Spitze hin werden die immer dünner. Am Anfang macht erstmal nur ein paar Äste, so wie ich das jetzt habe, gar nicht so extrem ausarbeiten. Könnt ihr natürlich auch, aber es ist ja erstmal nur auch ein Übungsbild. Jetzt geht ihr mit dem Dunkelbraun setzt ein paar Schattierungen. Ich habe jetzt keine Wolken gesetzt. Ich werde, bevor ich das Grün mache, werde ich noch eben ein paar Wolken setzen, damit ihr das überhaupt seht. Jetzt habe ich nämlich einen Fehler gemacht. Normalerweise werden die Wolken vor dem Baum gesetzt und nicht hinterher. Das machen wir jetzt auch eben direkt. Also ihr seht, auch mir passieren mal Fehler. Mit zittrigen Strichen setzt ihr das Weiß und zieht es, wie in dem ersten Video gezeigt, vorsichtig, leicht schräg herunter. Lasst den oberen Teil eurer Wolke, achtet darauf, dass der immer stehen bleibt, damit die Wolke richtig leuchtet. Ihr seht oben, die Kante ist komplett so stehen geblieben. Oben die größeren Wolken und nach unten hin, um die Weite so ein bisschen zu zeigen, die kleineren Wolken. Okay, da oben habe ich jetzt auch eine kleine Wolke gemacht, aber das ist vollkommen in Ordnung. So, an Wolken reicht mir das jetzt. Jetzt setze ich mit dem, jetzt überlege ich mir, wo mache ich den hellen Bereich. Ich arbeite den hellen Bereich auf der linken Seite, das heißt, in dem rechten Bereich des Baumes werden leichte
dunkle Strukturen eingesetzt. Mit dem dunkleren Braun. Und den setze ich jetzt hier noch ein bisschen breiter. Der ist mir noch eigentlich ein bisschen schmal. Jetzt gehe ich in den helleren Bereich mit einem Beige-Ton rein, aber auch nur ein bisschen. Weil im oberen Bereich kommen ja gleich die ganzen Blätter rein. So, möchte ich aber halt hier auch die Wurzeln so ein bisschen andeuten noch. Obwohl, die werde ich gleich natürlich übermalen. Mit dem Gras. Jetzt geht ihr mit dem Wischer, ihr fangt halt unten an und glättet das. Ihr könnt natürlich auch mit den Fingern arbeiten, aber das ist natürlich ein Problem. Unten bei dem Stamm würde es noch gehen, aber wenn ihr oben in die Äste kommt, ist das natürlich ein großes Problem, weil meistens sind die Finger zu dick. Ihr müsst auch nicht unbedingt fixieren zwischendurch, also wenn der Himmel fertig ist. Ich mache es halt deshalb, weil ich nicht möchte, dass wenn ihr gleich das Grün setzt von den Blättern, dann habt ihr hinterher, löst sich das Blau so ein bisschen wieder an und dann habt ihr auch blaue Blätter drin. Und mir persönlich gefällt es nicht so, deswegen fixiere ich einmal kurz zwischen. Einmal abklopfen wieder, nicht pusten. So, jetzt fangt ihr mit dem Dunkelgrün an. Und es werden winzig kleine, schaut mal, ich mache das mal einmal auf dem hellen Blatt, winzig kleine Striche gesetzt. Die sind dann, das werden dann die Blätter. Macht die nicht nur außen um eure Äste herum, sondern setzt die auch, weil viele machen das, sondern setzt die auch auf den Ast. Immer dabei anfangen, bei dem dunkelsten Farbton. Ihr werdet feststellen, euer Arm wird schnell lahm. Zwischendurch dreht ihr immer die Kreide ein kleines bisschen, weil die sonst zu breit ist. Weil ihr ja immer wieder ein bisschen was von eurer Farbe abtragt. So, jetzt arbeitet ihr mit einem helleren Grünton. So, jetzt noch einen helleren Ton.
Macht ruhig zwischendurch mal eine Pause. Weil obwohl ich ständig male, merke ich, das strengt doch ganz schön an. So, und dann zum Schluss nochmal das ganz helle Grün. Da ich jetzt auf der linken Seite den helleren Bereich habe, wie ihr hier an dem Baum seht, und auf der rechten Seite das dunklere, werde ich natürlich verstärkt auf der linken Seite das helle, ganz helle setzen. Könnte zum Beispiel auch noch Gelb reinsetzen, wenn ihr das möchtet, dass das dann noch heller wirkt. Aber ich lasse es so mit den Farben. So, den Baum werde ich so lassen. Jetzt möchte ich hier noch im unteren Bereich. Ihr seht, dass ich wieder mit der Kante male von der Kreide und setze über die Wurzeln noch ein paar Gräser mit den Kanten von der Kreide. Und setze dann so zusätzlich auch noch ein paar Gräser rein. Achtet nur darauf, dass ihr die nicht genauso groß macht wie die in dem unteren Bereich. Die sind etwas weiter weg. Und dann gehe ich auch noch zusätzlich mit dem Wischer drüber. So, ich denke, so reicht das Bild und so werde ich das auf jeden Fall erstmal lassen. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert, damit ihr weiterverfolgen könnt, was ich alles mache. Ich bin inzwischen auch bei Instagram und Facebook. Vielleicht habt ihr Interesse, da auch mal vorbeizuschauen. Der Link steht unten. Tschüss, euer Kunstengel.